Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Dalamo. Cool, dass ihr wieder reingeschaut habt. In meinem heutigen Video geht es mal wieder um eine Highschool-Fritteuse der Marke Ninja. Um genauer zu sein, um die Foodie Max Dual Zone Air Fryer. Dazu zu erwähnen ist, dass es nicht meine Highschool-Fritteuse ist, sondern die meiner Schwägerin. Ich bin gerade bei meinem Bruder zu Gast und sie kann euch wahrscheinlich mehr dazu sagen, zu den technischen Daten, was man gut darin machen kann, was diese Highschool-Fritteuse von anderen unterscheidet und so weiter. Und da würde ich sagen, lass uns gleich mal beginnen. Ja, hallo, ich bin die Frau Töse, die Schwägerin. Link unten in der Beschreibung natürlich. Genau, da könnt ihr dann auch sehen, was für tolle Gerichte man darin zaubern kann. Denn, also auf deinem Kanal sozusagen? Ja, auf meinem Kanal, Frau Töse. Ja, sag's noch dreimal. Nein, Spaß. Denn was an dieser Fritteuse oder an der Heißluftfritteuse genial ist, sind die Einstellungen hier des Sync und Match. Dass wenn man zum Beispiel in der 1er Schublade Hühnchen macht, was eine halbe Stunde dauert, und in der zweiten Kammer Pommes macht. Kroketten oder so weiter, ja. Die dauern natürlich nicht so lange. Genau. Also 15 Minuten. Und dass man da eben nicht hin und her rennen muss, drückt man einfach auf Sync. Und dann kann man links ein anderes Programm einstellen wie rechts. Also das kann man jetzt mal theoretisch zeigen, oder? Ohne dass jetzt irgendwas im Garum drin ist. Jetzt keine Hähnchen oder so. Genau. Aber man kann es ja sich mal vorstellen. Ja. Also hier mal kurz zu dem Fassungsvermögen. Was hat die für ein Fassungsvermögen? Also wie viel passt da rein an also circa Tag? Auf jeweils 5 Liter. Zusammen 9,5 Liter, glaube ich, ne? Genau, 9,5 Liter laut der Anleitung. Genau. Und eine Leistung hat sie von circa 2500 Watt. Ja. Also könnt ihr ja selber ausrechnen, wenn ihr die eine Stunde auf Vollgas laufen lasst, dann braucht ihr 2,5 kW. Darum sollte es nicht gehen, aber bei den derzeitigen Strompreisen bei einer Stunde, wie gesagt, ungefähr 1 Euro. Kann man rechnen. Also es geht eigentlich besser wie ein Backofen, günstiger wie ein Backofen auf jeden Fall. Definitiv. Genau. Und hier, wir haben ja schon auf Sync jetzt eingestellt. Mhm. Und da leuchtet jetzt Kammer 1. Da tun wir jetzt einfach mal Airfryer eingeben. Und genau, also stellen wir uns jetzt mal vor, jetzt wäre hier links 2 Hähnchenschenkel drin, genau, oder? Beispielsweise, ja. Beispielsweise machen wir mal 15 Minuten jetzt einfach. Ja. Machen zu, dann gehen wir auf die zweite Kammer. Okay. Dann gehen wir hier auf Backen, weil wir jetzt alle Pommes oder einen Kuchen drin haben. Achso, das geht auch. Okay, klar, ja. Die sind ja unabhängig voneinander, die Gabeln. Genau, die sind unabhängig. Also wenn jetzt zum Beispiel hier etwas Süßes drin ist und hier etwas Herzhaftes, die Geschmäcker und Gerüche gehen nicht aus. Das ist praktisch. Die bleiben auch separiert. Okay. Und genau, da machen wir jetzt einfach 160 und da machen wir ein bisschen länger. Machen wir einfach 20 Minuten, ist ja Wurst. Mhm. Dann machen wir zu, gehen auf Start. Und okay, weil die rechte Kammer länger dauert, hat die schon begonnen. Und die linke Kammer hat halt eben angehalten und deswegen hoch. Ach so, das heißt sozusagen, nehmen wir jetzt mal an, hier sind Hähnchen drin, hier sind Pommes drin. Die Hähnchen dauern länger wie die Pommes. Dann garen die Hähnchen jetzt schon mal und die Pommes warten nur darauf, gestartet zu werden, damit beides gleichzeitig fertig ist. Genau. Ja, das ist sehr gut eigentlich, muss ich sagen, ja. Das ist sehr praktisch, das ist richtig. Und genau, natürlich auch, wenn wir sie jetzt einfach nochmal ausmachen und wir machen sie nochmal an, wir können auch auf Match gehen. Was bedeutet Match, genau? Dass zum Beispiel wir haben Pommes und brauchen ein paar mehr. Mhm. Geben wir in die linke Kammer, rechte Kammer Pommes rein. Und dass die auch zur selben Sekunde fertig sind. Ach so, dann macht das automatisch. Du stellst jetzt hier genau zum Beispiel ein. Ach so, genau, wir müssen zum Beispiel das Programm machen, wir Airfry. Genau. Und dann die Zeit, das ist da 20 Minuten. Ist auf der anderen Kammer auch gleich eingestellt. Ach so, du musst nur einmal einstellen und beide Garkammern gleichzeitig. Ja, genau. Das gleiche Programm sozusagen einstellen. Genau, Zeit, und dann geht es auf die Sekunde auch gleichzeitig los. Ja, sehr gut. Und beide. Okay, dann habe ich jetzt hier noch gesehen, Max Crisp. Was ist das für eine Funktion? Max Crisp, da ist es auf 240 Grad. Also Vollpower sozusagen. Genau, 240 Grad. Beispielsweise für? Für zum Beispiel, man möchte ein Hühnchen vom Vortag aufwärmen und dass die Haut wieder schön krossig ist. Ach so, ja, okay, ja. So eine Art wie Oberhitze im Backofen. Ja, genau. Außer halt schneller und günstiger. Und dann gibt man hier halt die Zeit zum Beispiel, ja.
keine Ahnung, 12 Minuten. Wie auch immer, man kann ja auch oder so, ist ja egal. Und dann macht man das. Okay. Genau, man kann auch einfach dann rausgehen, schauen, ist es schon fertig, die Zeit wird angehalten. Okay, und wenn man es wieder reinschiebt, wahrscheinlich, lass mich raten, es geht da weiter, muss aufgehört werden. Ohne Probleme. Sehr, sehr gut. Doch, bisher bin ich sehr beeindruckt von dem Gerät, muss ich ehrlich gestehen. Und was ich noch sehe, Roast, Bake, Reheat, Dehydrate sind wahrscheinlich so Gimmicks, die sie noch so mitbringt. Genau. Dehydrate schon mal probiert. Für Obst zum Beispiel oder sowas. Genau. Gemüsebrühe. Achso, okay, ja, gekörnte Brühe. Man genau, kann man da Gemüse wunderbar messen. Drinnen machen. Das ist auch cool, ja. Ja. Also Rezepte dazu seht ihr natürlich, wie gesagt, auf ihrem Kanal Frau Töse. Wie ihr zum Beispiel gekörnte Brühe macht, das ist so einer der nächsten Videos, genau. Irgendwann mal in naher Zukunft. Es wurde getestet, könnt ihr Geld sparen, es ist gut empfunden. Biologisch, also kein so ein Lump aus dem Glas oder in Würfelform. Genau. So, was kann man noch zu dieser schönen Fritteuse sagen, eigentlich im Großen und Ganzen? Preislich, wo liegen wir da circa? 200 Euro, über 200 Euro, das wissen wir weniger, nicht. Weniger, ich habe sie geschenkt bekommen, darum muss ich ganz offen und ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht. Also wie gesagt, ich werde es euch selbstverständlich in der Videobeschreibung auch verlinken, die Fritteuse. Nicht die Frautöse, sondern die Fritteuse bei Amazon. Wenn ihr natürlich auf den Link klickt, muss ich dazu sagen, unterstützt ihr mich. Und dann werdet ihr auch sehen, was sie kostet. Ja. Was man auch noch sagen kann, wenn man das Fach raustut, kann man hier unten das rausnehmen. Okay. Und dann kann man zum Beispiel richtig schön irgendwas mit Soße machen. Ah, okay, stimmt, ja. Wie zum Beispiel auf meinem Kanal die Moink Balls. Das war noch genau. Das waren die Fleischbällchen. Da müsst ihr einfach mal draufschauen. Und das hat super funktioniert, weil man das eben raustun konnte. Und, das und dann ist diese Einlage sozusagen, also jetzt für mich als Laie, denke ich mal, die Einlage ist dafür da, genau, dass von unten es auch schon angeboostet wird, dass es halt so richtig schön kross wird. Und wenn man zum Beispiel fettigere Sachen hat, dass da das Fett drunter tropft. Genau. Ja. Das ist cool, ja. Doch. Also für euch Leute, für den, die die Fritteuse zusagt, wie gesagt, gerne in die Beschreibung gucken. Habe ich euch selbstverständlich verlinkt. Und bei weiteren Fragen und technischen Details schreibt mir einfach gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal meiner Schwägerin zu besuchen zumindest schon mal. Wenn es euch gefällt, selbstverständlich auch zu abonnieren und zu liken. Und an der Stelle sagen wir ciao. Ciao. Und bis zum nächsten Mal.